ein komplett verlassenes Nazi-Anwesen in Italien. Am Eingang dieser verlassenen Villa fanden wir Einschusslöcher einer Waffe, welche die Lost Place-Erkundung sofort unheimlich und angsteinflößend machten. Für diesen Lost Place sind wir mehr als 1500 Kilometer gefahren und im strömenden Regen erkundeten wir diese verlassene Nazi-Villa in Italien. Dieser verlassene Ort ist geprägt von der dunklen Geschichte Deutschlands und noch heute sind Überreste von dieser schwarzen Zeit im Inneren des verlassenen Ortes sichtbar. Welche schrecklichen Taten von hier damals gesteuert wurden, will man sich gar nicht ausmalen. Begleite mich heute auf eine Entdeckungsreise durch dieses verlassene Nazi-Anwesen und sei gespannt, welche Malereien wir hier entdeckten. Extrem gruselig hier unten. Sind wir hier im Nazi-Keller. Was haben wir hier? Oh mein Gott, da hinten gibt's weiter. Da ist ein geheimer Gang. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lost Place Abenteuer auf meinem Kanal. Wir sind wieder vor euch in Italien unterwegs. Es regnet immer noch in Strömen. Es ist echt zum Kotzen. Immer wenn wir irgendwie weiter ins Ausland fahren, regnet es extrem stark. Und heute möchten wir uns zusammen mit euch ein verlassenes Anwesen anschauen. Wir wissen noch nicht so ganz genau, was es ist. Ob es irgendwie eine Festung war, eine Villa war, ein privates Haus war oder nicht. Es ist auf jeden Fall extrem riesig und es sollen sich noch Nazi-Malereien innerhalb des Hauses befinden. Auf diese Reise möchten wir euch heute mitnehmen und ich wünsche euch nun viel Spaß mit dem neuen Abenteuer. Und schaut euch das mal an, direkt am Anfang. Einschusslöcher hier im Tor. Und es regnet immer noch in Strömen. Wir gehen jetzt einmal ums Haus herum, schleichen uns jetzt vom Feld hier ran, weil wir gerade von vorne gesehen worden sind. Der Eingang ist nicht so einfach und im strömenden Regen echt eklig hier, Leute. Oh. Jetzt ist nur die Frage, finden wir hier einen passenden Zugang aufs Grundstück? Weil die Mauern sind extrem hoch, Leute. Okay, Leute, es sind jetzt ungefähr 5 Minuten wieder vergangen. Wir sind jetzt einmal um die Ecke gegangen. Und wir haben tatsächlich ganz da hinten ein Loch in der Wand entdeckt. Und das dürfte dann wahrscheinlich unser Zugang sein. Aufs Grundstück haben wir es schon mal geschafft. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir hier in das verlassene Nazi-Schloss hineinkommen. Da vorne haben wir das erste Türmchen von der Villa. Sieht von außen echt geil aus. Danke. Wir haben mal einen kleinen Brunnen. Und jetzt türmt sich vor uns das Gebäude auf. Sieht schon geil aus mit dem Baum.
Sag mal, hier so ein Rundbogen. Ein kleiner Balkon. Oh, das sieht geil aus. Und wir sehen Tag der offenen Tür. Wunderbar. Oh. Wow. Eine schöne Decke. Oh. Haben Sie sich hier versteckt gerade? Jetzt sind Sie gerade da. Okay, wir haben jetzt auch wieder andere Urbexer hier getroffen, Leute. Lustig. Boah, krass. Schon komplett verfallen. Der Regen tropft hier rein ins Haus. Hier rechts auch die ganzen Wände bemalt mit Wandmalereien. Und hier haben wir dann wohl einen riesigen Innenhof, so wie es aussieht. Oh mein Gott, Leute, hier ist es. Guckt es euch an. Wir befinden uns hier in einer Nazi-Villa. Und das ist original. Und das Ganze hier in Italien. Boah. Heftig. Und hier der Reichsadler mit dem Hakenkreuz darunter. Ein komplett verlassenes Nazi-Anwesen in Italien. Oh, Avatar, Aufbruch nach Pandora. Eine Zeitung, Dezember 2009. Heftig. Ich weiß nur nicht, ob es die einzigen Bilder hier sind. Okay. I'm not sure. Boah. Hier geht's in den Innenhof. Eine alte Küche. Sieht aus wie so ein Aufenthaltsraum hier. Und jetzt werden wir hier in so einem Turm sein. Echt schade, dass es so stark regnet, sonst hätte ich euch mal das komplette Gebäude von oben gezeigt mit der Drohne. Aber die Drohne ist leider nicht wasserdicht. Es ist eine komplette verlassene Nazi-Villa hier. Und das ist der Innenhof. Komplett eingewachsen. Hat ein bisschen was von einem Gefängnis, wie ich finde. Hier haben wir noch alte Fliesen. War schon krass. Das Mädel, was wir gerade getroffen haben, war einfach komplett alleine hier. Und hier geht's nach oben. Ich bin komplett nass geworden. Und dann geht es hier jetzt mal nach oben. Boah,
Schön krass, wie die ganzen Pflanzen hier reinwachsen. Guck dir diesen Flur mal an. Krass. Richtig geil mit den Pflanzen. Boah. Das hat die besten Hirschen. Der Raum sieht geil aus noch. Und hier ist der Balkon. Halt leider komplett leer, außerhalb die Deckenmalereien und Wandmalereien sind noch hier vorzufinden. Ist schade. Das ist aber ein riesiges Gebäude. Es riecht jetzt auch extrem vermodert hier. Und hier ist noch ein F. Ich weiß leider nicht, wofür das mal stand. Okay, ich kann euch aber irgendwie nicht ganz genau sagen, was das genau für ein Anwesen hier war. Ob es jetzt wirklich privat genutzt wurde und ein Haus war oder ob es irgendwie ein Standort für Nazis war, ich habe keine Ahnung. Wenn ihr irgendeine Idee habt, was das mal genau gewesen sein könnte, könnt ihr es ja mal gerne in die Kommentare schreiben und unten, ja, die originalen Malereien sind natürlich echt krass und einzigartig, ne? Das in so einer heutigen Zeit noch zu finden. Noch eine uralte Flasche gefunden. Wir befinden uns jetzt hier nochmal im Keller. Auf jeden Fall extrem gruselig hier unten. Jetzt sind wir hier im Nazi-Keller. Was haben wir hier? Oh mein Gott, da hinten gibt's weiter. Da ist ein geheimer Gang. Das interessiert mich aber jetzt, was da ist. Okay, Leute. Was haben wir hier? Ganz viele Weinflaschen. Oh. Oh mein Gott, hier geht's halt wirklich weiter. Wo geht's da hin? Da könnte man sich jetzt nur durchzwängen, wenn man auf den Bauch kriecht. Aber das ist, glaube ich, zu gefährlich jetzt alleine hier. Ach, krass. Und auf der anderen Seite? Geht's auch irgendwo hin? Krass. Thank you.
gehen wir wieder hoch. Und jetzt guckt mal, wie hoch wir tatsächlich sind. Die Castle hier befindet sich auf einem riesigen Berg. Wir haben hier auf dem Gelände auch tatsächlich noch eine kleine Kapelle gefunden. Die hat auch die besten Tage hinter sich. Ein paar Bänke wurden hier noch zurückgelassen. Aber es sieht auf jeden Fall sehr mystisch aus hier. Da oben der Engel. Dann haben wir hier jetzt alles gesehen. Dadurch, dass das Gebäude halt schon ziemlich runter ist, lohnt es sich, glaube ich, jetzt hier nicht ins Detail zu gehen. Das, was ich euch zeigen wollte, haben wir gefunden. Und dann würde ich das Video an der Stelle auch beenden. Ich bedanke mich riesig fürs Zusehen, würde mich mega über ein Like, Kommentar und ein Abo freuen. Und ich hoffe, dass wir uns dann im nächsten Lost Place Abenteuer wiedersehen. Haut rein, bleibt gesund. Und ciao.